Uff, 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 3 Minuten 25. Ja, Flo muss wieder was tun, weil sonst wird der alte Julian wieder zurückkehren. Ah, deshalb keine Begrüßung. Okay. Der Corona-Krise nicht vorzukriegen. Ein Sternenhagel und Huren blicken durchs Teleskop. Sie sehen so für futuristische Laserflows. Es ist Haifa-Samstag und wir sind bei Gruppe G. Auf Platz 1 haben wir Punches und Punches war in der Qualifikationsphase eines der Schlusslichter, nämlich Platz 25. Diesmal holt er sich die 1 und das nicht zu Unrecht. Er geht am meisten in die Fresse, hat die besten Lines, das beste Video, das beste Gesamtpaket. Autotune-Rapper sagen sogar, er gibt die schönsten Deep Throats. Ich fand Lasko hatte das beste Video. Eigentlich müsste ich ihm noch 10% dafür geben, dass er sagt, dass er jeden Tarantino-Film gesehen hat. Und wahrscheinlich besiege ich das System. Ich hab's verstanden, ich hab jeden Tarantino-Film gesehen. Aber dann dachte ich, wer hat nicht jeden Tarantino-Film gesehen? Ich hätte ihm 10% abgezogen, wenn er nicht jeden Tarantino-Film gesehen hätte. Ich kann ja schlecht 10% dafür geben, dass er einen ganz normalen Filmgeschmack hat. Das wäre ja schon so tief aus dem Arsch gezogen, dass ich dabei eine Niere erwischt hätte, was den Nirvana Seekers wahrscheinlich noch gefallen würde. Punches bringt am meisten Aggressivität mit, außerdem hat er einen Ausschnitt aus dem Film 7 im Intro, den ich locker 35 Mal gesehen habe, also bestes Intro. Obwohl Michael Dress den absoluten Überboss im Intro hat, aber ich bin ja nicht selbstverliebt oder sowas. Ich warte immer noch auf den Tag, an dem es von Medium zu hart wird. Da kannst du lange warten, Julian. Außerdem bringt Punches den heftigsten Kopfnicker-Shit. Bei Punches könnte ich mir relativ locker 150% extra aus dem Arsch ziehen, aber bei 50 ist nun mal Schluss. Er ist diese Woche der Beste. Punkt. Sehr schade, du Frain auf dem letzten Platz zu sehen. In meinen Augen ist Michael Dress klarer Letzter. Auf Platz 4 haben wir Dufresne. Und Dufresne bringt am meisten Epicness und Atmosphäre diese Woche. Inhaltlich haut er so krass auf die Kacke, als hätte er 4 JBBs gewonnen. Also er übertreibt am meisten diese Woche. Im ersten Part bringt er eine ewig lange Reimkette. Fragezeichen, Namen schreiben, harte Zeiten, Namen zeigen, gerade bleiben, Arsch aufweiten, Aktenzeichen, Part beweisen, Wasser reichen, Standardscheiße. Das ist nicht absolut überragend oder... Diese Riesenreimkette ist mir nicht mal aufgefallen. Lupenrein sauber, aber ziemlich solide. Und da sonst keiner eine Reimkette hat, hat Dufresne die solideste Reimkette diese Woche. Reicht den Teufel meine Hand, denn ich hab nix zu verlieren. Diese Stimme in meinem Kopf flüstert, friss oder stirb, denn du kannst nix mehr verlieren. Nein, baller Coca, puffe Weed, pump den Hennessy auf Ex und fick dein Gehirn. Ich fliege rum auf meinen Teppich, Aladdin. Let's go, Lasko auf Platz 2. Aladdin über Wasser halten, hänge wieder mit den Bildern hier am Block. Baller mies, mischen sind auf Eis, Digi, wie du weißt, hab auf deiner Filme keinen Bock. Um den zweiten Platz streiten sich Lasko und Michael Dress. Lasko bringt die besten Sommervibes und am meisten Musikalität diese Woche. Michael Dress bringt den fettesten Beat mit und hat am meisten Style diese Woche. Außerdem hat er die asozialste Attitüde. Bei Michael Dress kommt immer noch ein bisschen Medium durch, aber er bringt den härtesten Rap diese Woche. Leider ja. Aber keine Ahnung, so vom Medium zu hart, es wird lange dauern bei dem, wenn er so weitermacht. Außerdem hat Michael Dress den schrecklichsten Charakter. Lasko hat die ohrwurmigste Hook und den gute launigsten Song diese Woche. Hier nochmal alles auf einen Blick. Gleich um 18 Uhr kommen Canton, Luise, Parker und Camro. Sehr gespannt. Ich bin nicht tot, ist mir egal, was diese Bitches munkeln. Ich hab nur ewig meinen Respawn-Button nicht gefunden. Mein Leben besteht aus Huren, Ficken und Hater-Posts. Doch ich hab so futuristische Laser-Flows.